Thema heute: schnelle und gesunde Küche. Und wie schnell das gehen kann, vor allem morgens, wenn man wenig Zeit hat und im Stress ist, zeigst du uns jetzt. Also, wir nehmen unseren Smoothie, Mix and Go, bauen ihn kurz auseinander. Ich habe ein paar Sachen leicht mal hier schon mal eingestellt. Wir nehmen frische Äpfel, klein geschnitten, gut gewaschen, am besten Bio-Qualität, Birnen, etwas Limette dazu. Ja, bitte die Schale runterschneiden. Etwas Ingwer nehmen wir noch dazu, um das Ganze etwas aufzupeppen. Dann Milch, um etwas Flüssigkeit mit reinzubringen. Am besten gekühlt, ist ja morgens erfrischend. Ne? Genau. Ja. So, ich bin immer ein Freund von Gewürzen. Ich nehme da jetzt einfach mal so ein bisschen was. Kurkuma nehme ich mal. Salz gefällt mir gut. Und noch was Süßes. So. Okay. Alles klar. Dann schraube ich einfach nur mein Messer wieder auf. Bitte gut zudrehen. Es klackt einmal kurz, dann weiß ich, es ist zu. Hier war ja ganz einfach, ich habe keine zusätzlichen Knöpfe, sondern einfach drücken. Wenn ich das Ganze rumdrehe, bleibt es auch stehen. Für den Fall, dass größere Stücken drin bleiben, kann ich halt auf die Pulsgeschichte zurückgreifen. Und zwar drehe ich das dann einfach wieder zurück und kann dort durch einfaches Drücken auf den Smoothie Maker immer wieder leichte Zerkleinerungen hervorrufen. Wenn es an mir geht, sind wir fertig. Das Schöne ist, Mixbehälter ist Trinkbehälter gleichzeitig. Ja, genau. Man könnte jetzt den Deckel drauf und wirklich weg. Genau, wenn du jetzt hättest nichts abhaben wollen, hätte ich das Ding jetzt einfach zugeschraubt und mitgenommen. Okay. Aber ich bin ja nicht so. Dann wohl sein. Genau, das Ganze auch noch etwas dickflüssig. Es dürfen ruhig in einem Smoothie auch ein paar feste Bestandteile drin sein. So, Stroh? Ja. Gerne. Okay, dann einen guten Start in den Morgen. Prost. Prost.